Ich habe alle Sachen schon mal rausgestellt, die wir brauchen. Wir brauchen 200 Gramm Fleischwurst. Da habe ich hier eine Geflügelfleischwurst genommen. Das ist natürlich eine Geschmackssache. Die essen wir aber ganz gerne und diesmal sehr mager. Also die mögen wir ganz, ganz gern. Dann 100 Gramm rote Paprika. Dann habe ich hier 50 Gramm Gewürzgurken. Da habe ich jetzt hier mal Spreewaldgurken genommen und eine Viertel Zwiebel, die ich schon mal geschält und geviertelt habe hier. Außerdem brauche ich 100 Gramm geschälten Apfel, vielleicht eine etwas säuerliche Sorte. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein bisschen Tomatenketchup, dann haben wir hier Tomatenmark und hier haben wir nochmal Miracle Whip. Ihr kennt dieses Produkt, was ich immer benutze. So, die Zubereitung des Budapester Salats ist denkbar einfach. Ich mache es jetzt hier in zwei Schritten. Ich mache zunächst mal den Deckel auf. Und dann setze ich das Ultra Blade ein, was wir zum Kleinschneiden brauchen. Und nehme zunächst mal die harten Zutaten hier, also die Paprika und die Zwiebel. Und die beiden Sachen lasse ich vorher einmal kurz klein schneiden. Und zwar wähle ich dazu jetzt an der Maschine die Stufe 10. Aber auch nur 5 Sekunden. Los geht's. Das reicht schon. Ja, ihr seht, es ist noch nicht ganz klein, das macht aber auch nichts. Denn jetzt kommen die restlichen festen Zutaten dazu. Also die Gurke, der Apfel und die Fleischwurst. Ich schließe den Deckel wieder. Und stelle an der Maschine wieder ein Stufe 10. Und lasse alle diese Sachen jetzt nochmal 20 Sekunden kleinschneiden. Auf geht's. Ihr seht, ich habe schon nach etwas mehr als 10 Sekunden abgebrochen, weil es mir dann doch zu klein wurde. Das reicht mir hier für den Salat. Ich hätte es wahrscheinlich ansonsten 10 Sekunden gemacht, das hätte gereicht. Ich schiebe jetzt die einzelnen Sachen erstmal ein wenig runter. So. So, nachdem ich alles heruntergeschoben habe, man hätte es möglicherweise auch andersrum machen können, tausche ich die Einsätze aus, nehme das Multiblade heraus und setze den Rühreinsatz ein, denn jetzt wollen wir ja nur noch die einzelnen Zutaten verrühren. So, ich füge die restlichen Zutaten hinzu, die Mayonnaise, den Ketchup, das Tomatenmark und das Gurkenwasser. So, jetzt würze ich mit Paprika rosenscharf. Und ein wenig, ein Teelöffel reicht zunächst mal. Ein Teelöffel Sambal Oleg. Wenn es nicht scharf genug ist, kann ich immer noch ein bisschen nachlegen. Das reicht erstmal. Und dann schließe ich wieder den Topf. Und jetzt stelle ich an der Maschine die Stufe 7 ein, nicht mehr, und Zeit zunächst einmal 20 Sekunden und dann schauen wir mal, ob das bereits zum Verrühren reicht.
Ich denke, es hat geklappt. Hier mein wundervoller Budapester Salat. Die Konsistenz ist vielleicht ein wenig klein geschnetzelt geraten. Ich würde ihn etwas grober lassen beim nächsten Mal, aber das Rezept ist wunderbar. Ich habe es schon probiert. Leichte Schärfe, aber nicht zu scharf. Ich finde es in Ordnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.